Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Ahrstedter Straße in Tarbak ist in der Nacht zu Sonnabend ein 23-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei fuhr der junge Mann vermutlich zu schnell. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Während der Fahrer dieses Autos unverletzt blieb, verlor der Zierteler die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto prallte mit der Fahrerseite gegen einen dicken Baum. Ein Notarzt des Rettungsdienstes Ammerland konnte nur noch den Tod des einzigen Insassen feststellen. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.